Moin Moin und willkommen zurück in die in der Apokalypse. So, ich habe wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Ich sag nur Scheißarbeit. So, Spezialisteneinsatz. Ja, da wollte ich doch gerade drauf hin. So, genau. Wir wollten das Lady. Diesen komischen Typ, der so eine Hackfresse hat, mal auf die Fresse haut. Oh, hat sie gemacht. Hi, you kid! Voll auf die Nase. So, und dann können wir da plündern. Beplündern, plündern können wir sie nicht gebrauchen. Da ist sie echt doof. Wir haben hier einen Profi, der plündern kann. Der kann das dann quasi übernehmen. Also rechte Maus. Nächste Runde. Da kann Lady wieder zurück. Und quasi so ein bisschen aufpassen. Hm, hier war ja alles ein bisschen gefährlich, ne? Das ist Plünder 33%. Das ist sehr gefährlich. Und das ist nicht gefährlich. Das kann ja alles hier Madame Plünderlei machen. Und du, Crow, kannst ja einfach nochmal... Ja, wo gehen wir denn hin? Das scheint ja eh im Arsch zu sein, das Gebiet. Schauen wir uns das da mal an. Na, nicht mal diese Runde. Okay. So. Kolonisten wollen mit mir reden. Tanz der Tonnen. Zwei Kolonisten kommen mit einem Funkeln in den Augen auf dich zu. Eine alte Mülldeponie wurde ganz in der Nähe entdeckt. Wahrscheinlich wegen des Gestanks. Bei dem Geruch drehen sich einem die Eingeweide um, aber genau diese Tatsache möglicherweise... was? Aber genau diese Tatsache hat möglicherweise bis jetzt die Plünderer ferngehalten. Das könnte bedeuten, dass dort noch wertvolles Zeug liegen könnte. Eine Expedition dorthin könnte sich zwar lohnen, aber sie wäre ohne die richtige Ausrüstung in erster Linie gefährlich. Eine Extra-Anlage, Kleidung und ein Werkzeugsatz würden sehr zur Sicherheit der Kolonisten beitragen. Und natürlich Effizienz arbeiten. So, warte mal. Wir haben nicht noch Werkzeug? Ja, wir haben auch Werkzeug und Kleidung. Ja, dann geben wir mal die Erlaubnis. Die beiden Kolonisten kehren zurück und verströmen einen Gestank, der jegliche Vorstellungskraft übersteigt. Die Expedition stieß unterwegs auf ein paar kleine Hindernisse und wie es nicht anders zu erwarten war, fing sich einer der beiden irgendeine Krankheit ein. Scheiße. Sie sind jedoch nicht komplett mit leeren Händen zurückgekehrt. Blablabla. Allerdings sind beide sichtlich von ihrer Ausbeute enttäuscht. Ja, das, oh, 10 Plastik. Das ist natürlich jetzt nicht der Hammer. Isabella ist infiziert. Oh, oh, Isabella. Mach dich mal wieder schnell gesund. Ich brauche dich. So, unsere Leute sind ein bisschen unzufrieden, kann das sein? Warum liegen hier Waren, werden nicht abgeholt? Das Haus ist immer noch nicht abgerissen. Oh, was machen die den ganzen Tag? Die sind auch schon so ein bisschen... Ach, das sind die nächstes Gebäude. Naja, wenn die Waren mal raus sind, dann können die sie abreißen. So, und wir haben was gelernt. Und zwar die Brechstangen haben wir gelernt. Hooray! Was können wir jetzt lernen? Ach, da waren die Brechstangen. Plünderteams. Zwei Augenpaare können mehr Ressourcen... Können Ressourcen schneller entdecken. Ein eingespieltes Plünderteam bringt Baumaterial schneller und effizienter in die Kolonie. Okay. Achso, wir... im Recycler und Schürfzug können dann zwei Arbeitsplätze mehr entstehen. Das ist ganz gut. Was haben wir noch?
Schwere Plan sind auch ganz gut. Krankenschwestern sind ganz gut. Ach, es ist alles gut. Du kannst hier alles erforschen. Das ist doch kacke. Ah. Na komm, ich mache erstmal die Plünderteams. So, da ist doch schon wieder wer unglücklich hier, kleinen Säcke. Warum seid ihr unglücklich? Schlecht ausgeruht, schlecht ernährt. Ja, auch mal vielleicht doch mehr essen. Wie sieht es mit dem Lebensmittelvorrat aus? Der war Lebensmittellager. Hatten wir nicht hinten noch irgendwo mal ein Lager für... Mal ändern wir Arbeitszone verlegen. Vielleicht sollte man einen zweiten Fischer bauen. Warten auf Arbeiter. Der kommt doch irgendwie nie, oder? Geh mal arbeiten, du Sackgesicht. Nee, ich wollte kein Radio. Ich wollte das Baumenü. Vielleicht bauen wir nochmal irgendwas für Ernährung. Fallensteller einen zweiten. Beton haben wir ja auch noch. Dass wir den kompletten See irgendwie abernten. Er war das, glaube ich. So. Vielleicht sind sie dann besser drauf. Kann man irgendwas bauen, womit sie glücklich sind? Eine Statue. Ich glaube nicht hier, ne? Bessere Häuser kennen wir nicht. Ja, Recycler. Das haben wir ja gebaut. Schneider haben wir noch nicht, glaube ich. Oder? Bist du? Schürfzug. Hier ist es ein Zelt. Oh, das haben wir schon schnell gelernt. Dann gehen wir jetzt mal auf schwere Plane. So, das ist ein Holzfäller. Er soll hier Platz schaffen, alles tutti. Hat er auch schon fast erledigt. Ach komm. Dann bauen wir den Schneider auch nochmal hierher. Auf unsere Hauptstraße. Oder wir könnten ihn hier hinbauen. Genau, dann bauen wir noch den Weg ein bisschen weiter. Die Schotterstraße. So. Können wir hier was machen? Oh ja. So, Lady. Come back. So. Ah, mehr kann sie erstmal nicht. So, dann Quo. Ach, schon wieder eine Kackgang. Stärke 6. Hm, könnte auch Lady gleich direkt hin, ne? Weiß nicht, verwundet war die ja nicht. Ich glaube, da schicken wir Lady direkt hin. Na, und Quo kann dann die beiden beide Felder nochmal aufdecken. Es wird ein bisschen dauern, bis sie da ist. Wo in der unteren Leiste ist irgendwie eine Verwundung. Aber hier im Hauptmenü ist 100%, aber wenn ich darauf gehe. Egal. Wir schicken sie mal in diese Richtung. Und hier geht es erstmal wieder gegen Nacht. Da wird erstmal nichts passieren. Wir haben ja, Sachen, die wir bauen wollen.
Da können wir vorspulen. Und wir brauchen bald Beton. Ich hoffe, die haben bald das Gebäude hinten abgebaut. Müssen wir mal gucken, wo wir Beton herkriegen. So. Wetterfeste Nähte. Muss ich die jetzt irgendwie verbessern? Hm. Gemeinsames Leben. Oh, hier können wir Baracken und Wohnhäuser freischalten. Das ist gut. Hier kommen wir zu Wind- und Sonnenenergie. Wohl Nahrung wäre auch ganz geil. Das sind 150. Wir machen erstmal hier die Nahrung. Weil vielleicht verbessert das unsere Laune bei den Leuten. Und natürlich mit den besseren Gebäuden werden die wahrscheinlich auch besser schlafen. Ich fühle mich frisch und munter. Isabelle ist wieder gesund. So wunderbar. Ein neuer Tag erwacht. Entsteht. Keine Ahnung. So. Der See wird sowas von überfischt sein, aber was anderes haben wir ja gerade nicht. Hier könnte man auch noch Landwirtschaft dann bauen. Wenn der Holzfäller... Wir können mal das, den Bereich vom Holzfäller noch ein bisschen verändern. Hier, genau, nimm mal die alle Häuser weg. Und wenn das hier weg ist, kann man hier so ein ganzes schönes Gebiet machen für Landwirtschaft. Ich glaube, das machen wir auch. Machen wir hier schön Landwirtschaft. Das sieht schön aus dann. Und hier können wir ein bisschen unsere Metropole, genau. Das wird Tutti. Alles gut. So, wer ist das? Faule Sau, Alexander. Ach, du bist Recycler. Okay, okay, okay. So, wie sieht's aus? Habt ihr das Haus endlich abgetragen? Wo haben sie? Ich finde es nicht. Ist es wirklich weg? Ja, ich komme gleich zu dir. Ich kontrolliere nochmal. Jawohl, ist weg. Ja, lass mich doch mal... Oh, Luna, was machst du denn da? Plastik, Metall. Wo war das? Da. Lagerstätte ist leer. Er meinte wahrscheinlich, es hat keinen Arbeitsauftrag. Oh, ich sehe das erste Mal Fisch da drin. Da waren zwei Fische, da hat sich gleich jemand geschnappt und gefressen. So. Luna. Was hast du getan? Warum hast du mich verletzt? Eine kleine Information wäre toll. Beim Kacken gehen verletzt oder so. So, und das müssen wir auch verlegen, die Arbeitszone. Für die Bären ist nämlich leer. Da hinten ist nur eins. Und hier ist dann Schicht im Schacht. Das ist ein weiter Weg für die Bären. So, plünder weiter. Ah, wieder rechte Maustaste. Oh, da gab es irgendwelche Münzen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. So, du haust den weiter auf die Fresse. Und du kannst Kundschaften. Oh, noch eine Gangster. Die sind ja überall, ja? Ja, dann haben wir alle bewegt. Ich überlege gerade ein Lagerhaus für die ganzen Klamotten und Werkzeug hatten wir auch, ne? Genau, das war das hier. Hm, Plastik müssen wir bald auch eine andere Zone geben und Metall braucht noch ein bisschen. Das wäre interessant für den Jäger. Hm. Aber wenn das hier die Produktion steigert, die nächste Sache. Oder haben wir das schon erforscht? Ich weiß gar nicht, wo ist das denn? Oh, wir haben es schon erforscht.
Rudeltaktik. Arbeitsplätze vom Fallensteller. Fasern. Nein, ich will die Grundlagen für Wirtschaft haben, der Landwirtschaft. Wo habe ich mich verrechnet vorhin? 85 Punkte brauche ich doch noch für... Ich habe mich um 15 Punkte verrechnet. Scheiße. Na gut. Die Karte ist auch... So riesig ist die doch. Das ist nicht klein. Wir brauchen mehr Wissenschaftspunkte. Vielleicht kann man da später auch ein Gebäude für bauen, dass man das selber machen kann irgendwie. Tja, alles abgeerntet. Da ist gerade eine Fliege. Ich habe gerade echt keinen Überblick, wie viele Leute wir in Arbeit, Brot und Arbeit haben. Wie viele Arbeitsplätze. Kolonisten werden angegriffen. Oh. Oh, die hauen sie in den Arsch. Ist das Fallensteller oder was? Nee, ist der Bärensammler. Hä? Ah nee, warte mal. Da ist Nahrung, ne? Hm. Wir verlegen die Zone. Sammelt mal lieber da Bären. Los, hierher. Hey. Knallerbsen. Mhm. Naja. Der hat's vorher, glaube ich, nicht mitgekriegt. Sie kommt näher. Hm, was ist das denn da? Oh, sieht auf jeden Fall was Elektrisches aus. Oder ein Handel und ein Fahrzeug. Und da oben wird es kalt, da will ich nicht hin. Einmal Portion Maden, bitte. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ich glaube danach, wenn Lady Lynn gekillt hat, kommt sie zurück und dass nicht nochmal im Vorfall so passiert, dass wir hier, wenn wir was einsammeln wollen, gleich angegriffen werden. Weil irgendwie heilen die Leute auch nicht so gut, ne? Aktivität, Abwasch. Na gut, muss auch gemacht werden. 19 Leute haben wir. Wie viel? Das sind 6 gewesen. 12, 18. Dann ist es hier 20, 22, 22 Schlafplätze haben wir. Okay. Es wird wieder nachts. Zeit zum Vorspulen. Und da war jemand, ist jemand gesund geworden? Luna, es fühlt sich wirklich gut an, wieder gesund zu sein. Das glaube ich. Krank sein ist scheiße. Aber wir sind immer noch ein bisschen unglücklich. Schlecht ausgeruht, schlecht ernährt. Alter, ihr seid ja echt nervig.
Grundlagen Landwirtschaft. Bodenstudien. Jetzt müssen wir warten. Die nächsten Sachen, die ich haben wollte, dauern. Nur am Meckern, die Leute. Spezialisten einsatzbereit. So. Hier, hol mal die Würmchen raus. Yummy, yummy wird. Und dann wieder. Ich weiß nicht, was es mit dieser Währung auf sich hat. Ach da, 102 Währung. Silbermünzen der alten Welt, die zum Handeln verwendet werden. Okay. Aber hier habe ich doch schon. Achso, das hat sie dabei. Ich wollte schon sagen, hier. In der Stadt, guck mal. Da gibt es Würmer. Aber nein, gibt es nicht. Hier, das ist noch interessant. Danach rennt sie erstmal nach Hause. So, viel interessanter ist die Killerin Lady. Ist noch nicht da. Okay. What? Na, gucke mal. Ah, auch wieder von diesen Typen. Da gibt's doch nicht. Aber da kommen wir auch ganz leicht zu einer Stadt. Also sind wir zwischen zwei Großstädten, ne? Schade. Das war's schon wieder. Priorität Mittel. Achso, dann können wir, okay. Ah, Medikamente brauchen wir auch bald. Boah. Wie gesagt, mit dem Wasser verstehe ich echt noch nicht. Lager 1000 haben wir. Produktion 38, Verbrauch 19. Ah. Das heißt, wir produzieren über und haben damit einfach einen vollen Lager. Ja, so ein bisschen. Ist ja nicht verkehrt. Was kostet so ein Turm? Davon haben wir ja Blechhammer 100. Vom Bau einfach, weil wir es können. Nochmal einen hier hin. Nee, doch noch. Ja. Ich habe nur Angst, dass wir irgendwann zu wenig Wasser haben. Ich weiß nicht warum. Ich meine, es regnet ja ganz schön gut hier, aber trotzdem, ich habe Angst, dass wir kein Wasser haben. Dieses radioaktive Gelände würde mich noch, stört mich noch irgendwie. Aber da es ja auch von 31 bis 31 irgendwie so ist, dann kann man es bestimmt irgendwie abbauen. Man hat noch mehr Bauplatz. Die Gebäude an sich kann man ja nicht verbessern, ne? Abreisen, Bewohner, abreißen. Ne, ist was anderes. Ja. Leider nicht. Also kann man Bug Reports senden. Ja. Oh. Ich schick die Leute für die Bären an den Arsch der Welt. Und guckt euch das hier an. 1, 2, 3, 4. In einer Ecke. Ich könnte 4 mit einem Kreis kriegen. Aber nein, ich lasse sie da an. Ach. Egal. So, Wasserturm ist fertig gebaut. Jetzt müsste ja unser Wasser. Ah. Es wird wahrscheinlich immer sich nach und nach füllen. Finde ich gut. Tut's auch gerade. Vielleicht kann man später auch Duschen bauen. Wer weiß. Aber bisher läuft's. Außer, dass diese Idioten von Überlebenden unglücklich sind. Psst. Oh, ist wenig zufrieden. Vielleicht muss man noch irgendwas später was für Kinder bauen. Plastik ist verbraucht. Hurra! Unterirdisch Plastik. Ach, der kann nur oberirdisch?
Aber hier haben wir auch noch ein bisschen was. Nicht weit weg. Und die Spezialisten sind wieder einsatzbereit. What? Oh, Lady. So, Lady will das rote Tuch. Gib ihr das rote Tuch. Kein Problem für Lady. Plündern 1. Das können sie noch machen nächstes Mal. Das kriegt sie geschissen. Das kann sie. So. Ich würde gerne mal diese Stadt erkunden. Oh, der verteidigt ja auch schon irgend so ein Vordorf, ne? Der verteidigt eine Fabrik. Bin ich noch irgendwo ein? Was ist das da? Okay, das sieht so aus wie so ein Mad Max Lager von Banditen irgendwie so. Mal sehen, was so in so einer Stadt möglich ist. Das sehen wir dann nächste Runde. Ist das Lager voll oder sieht das nur so aus? Ne, sieht nur so aus. Kapazität 61%. Doch, doch, das ist schon recht nicht also leer. Wir können das. Oh, da sehe ich ja. Da, wo habe ich das nicht gleich gebaut? So, können wir. Macht es Sinn, die Lagerhalten zu verschieben? Ich mach's einfach mal. So, dann habe ich ja gerade gesehen, ich, Horst, habe ja das erforscht, aber nicht gebaut. So, hier wächst die Nahrung langsam in großen Mengen. Es können verschiedene Nutzpflanzen in Freien angebaut werden. Die Ernte kann von bestimmten Katastrophen komplett vernichtet werden. Darüber hinaus ist aber Ackerbau während so eines Ereignisses nicht möglich. Wir bauen es trotzdem. Ja, und man sieht auch gar nicht, wo sich das lohnt. Das muss man echt wirklich erst erforschen. Konnte ich jetzt auch bestimmen, was da gepflanzt wird? Aktivität pausiert, nö. Bisher noch nicht. Wahrscheinlich, wenn es fertig ist. Aber die letzten Tage hat es ja echt gut geregnet. Vielleicht bleibt das so. Lagerhalde fertiggestellt. Spulen wir ein bisschen vor. Nachts ist ja. Obwohl, nachts arbeiten sie mittlerweile auch. Finde ich eigentlich ganz nett mittlerweile. Cool. Kann ich hier nicht drehen? Gibt es so eine freie Ansicht? Nee, ne? Warte mal. Einstellung, Grafik, Steuerung. Ach, fick dich. Tastenbelegung, hinlaufen, vergrößern. Ich habe das echt gerne in Spielen, so wie bei Conan zum Beispiel. Da gibt es die Taste V und da wird alles ausgeblendet. Das nutze ich auch gerne manchmal, um Screenshots zu machen. Ohne irgendwelche. Das macht sich einfach besser als Thumbnail für YouTube. Aber. Hier irgendwie nicht. Okay. Handelsmenü T. Ja, dann sehen wir den halt nicht. Keine Gemeinschaften gefunden. Erforsche die Weltkarte, um Gemeinschaften zu finden, mit denen du interagieren kannst. Cool. Nein, wollte ich nicht. Die Kamera nochmal drehen, so hört sich das richtig hin. Was ist denn da hinten? Da leuchtet ja was. Was ist das? Das ist keine radioaktive Scheiße, was ist das? Nutzpflanzen anbauen. Auf Feldern können verschiedene Nutzpflanzen angebaut werden.
Am Anfang kannst du nur, zwischen dem schnell wachsenden Mais oder den ertragreichen Kartoffeln wählen. Drücke auf nächste wählen, entscheiden. Gut, ja, Ertrag niedrig, mittel. Widerstandsfähigkeit hoch, Widerstandsfähigkeit niedrig. Komm, machen wir Kartoffeln. Yummy, yummy. Kartoffeln. Können wir hier apokalyptische Pommes machen. So, Siedlung wächst und gedeiht. Schön, wie der hinten Mond untergeht. Warum gibt es so eine freie Ansicht nicht, wo das alles ausgeblendet wird, Mann? Wenn ihr es wisst, ob es sowas gibt, schickt es in den Kommentar. Weil ich finde, das sieht so schön aus im Hintergrund gerade, wenn die Sonne aufgeht. Schick, schick, schick. Logan ist jetzt erwachsen. Hey, Logan, alte Socke. Endlich erwachsen geworden, ne? Hurra! Aber interessant sind erstmal unsere Spezialisten. Sind immer noch welche. Muss nächste Runde nochmal plündern. So, du musst auch plündern. So, jetzt ist da leer und das heißt, sie kann nächste Runde zurück und mal die Sachen, die sie gefunden hat, ja, herbringen. Würmer alleine. Dann können sich unsere Leute freuen, gibt es erstmal tagelang Wormsuppe oder so. Was könnte man noch mit Würmern machen? Angebraten mit Reis. Zum Beispiel. Schön scharf. Würmer mit Reis. Wurmcurry. Oder so. Ja. Man könnte sie vielleicht auch leicht anbraten. Und zusammen mit so Chili machen. Schön Bohnen. Zwei verschiedene Sorten. Oder Kaffee-Chili. Schön mit Würmern. Ne, Kaffee-Chili. Dann machst du ein bisschen Rindfleisch. Ja, natürlich Kaffee kommt da rein, Schwarzbier. Könnte man machen. Und dann mit Würmern statt Hack oder so. Keine Ahnung. Ich würde es nicht essen. Oh, also erstmal finde ich, das sieht das nett aus. Zweitens ist das dahinter richtig eklig. Die Stadt ist zum Teil auch überschwemmt. Mit Ekelwasser. Hä? Was ist los? Kann ich euch helfen? Was ist los? Was ist jetzt passiert? Warum bin ich hier? Ich gucke mir doch gerade hier das alles an. Und da Militärbasis. Es gibt Ressourcen, Jagdgewehr. Cool. Das ist natürlich sehr gefährlich und wir haben selber keine Waffen. Militärbasis. Verteidigung. Nicht schlecht. Ja. Soweit dazu. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf der Weltkarte. Und ich muss echt noch wissen, wie wir daran in Wissenschaft kommen. Gesammeltes Wissen, das verwendet wird, um eine neue Technologie zu entwickeln. Ja, wie kriege ich davon mehr? Los, Kartoffeln! Wächst doch mal! Bereit zum Pflanzen. Dann pflanzt die Scheiße. Lagerstätte leer. Das heißt, wir haben wieder... Das. Macht unser Holzfäller überhaupt mal Holz? Normalerweise müssen wir auch Holz im Überfluss haben, ne? Da sind nochmal 19 Bretter. Wir können aber auch hier erstmal den Mist wegräumen. Diese kleine Ruine da. Oh, da gibt es noch eine größere Zementruine. Aber wir kriegen ja nächste Runde, kommt ja so in ein paar Runden, kommt ja eine Spezialistin zurück. Und die hat natürlich für uns natürlich Zement dabei. Da
verbraucht Strom, ha? Gut, dass wir keine haben. Erstmal sieht er aus wie Logan und zweitens habe ich ihn gerade gefeuert. Scheiße, jetzt macht's wer anders. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben eigentlich recht viel von dem Scheiß. Aber ich will das hier weghaben. Nee, lass mal weitermachen. Damit wir noch mehr Felder bauen können. So, zwei Kartoffelfelder, zwei Mais. Ein Baldit steht vor dem Tür. Vor dem Tor. Was ist denn jetzt los? Handelnder Bandit. Ein Typ nähert sich dem Tor mit einem vollgestopften Rucksack, der an den Nähten aufzuplatzen droht. Es ragen Baupläne, Zollstöcke und andere Dinge aus der Tasche heraus. Zwar weist er über die üblichen Kennzeichen der Banditen auf, verhält sich aber sehr untypisch für einen Vertreter der Art. Hey! Hey! Könnte ich wohl mit einer Person reden, die hier das Sagen hat? Ein Bauer der Meisterklasse ist hier und ihr hört euch besser an, was ich euch anbieten kann. Er baut irgendein Denkmal und will Baumaterial. Wie wäre es also mit einem kleinen Handel, was? So, warte mal, Angebot annehmen? Wir kriegen 200 Wissenschaftler für... Frag ihn, ob er irgendwas Aufregendes zum Handeln hat. Du, ich will die 200 Wissenschaft haben, der Rest ist mir scheißegal. Hier, gib ihm 8 Holz. Soll er machen. Gib ihm 8 Holz. Zu gütig, ruft der selbsternannte Baumeister. Der Bandit schließt den Handel ab, während die Kolonisten ein wachsames Auge auf ihn haben. Er macht sich fröhlich pfeifend mit den Baumaterialien in Richtung Ödland fort. Ja, gut. Das heißt, wenn so nette Banditen kommen, kommen auch irgendwelche Banditen, die nicht so nett sind. Vielleicht sollten wir dann das Tor verstärken. So, jetzt haben wir Wissenschaft. Ist egal, wir haben Wissenschaft. Komm, mit Wissenschaft können wir bessere Gebäude bauen. Und zwar hier. Und das ist wichtig. Dann können wir nämlich wieder viel, viel Gebäude bauen. Verbessern, weiß ich nicht. So, Erforschung gemeinsam ist ja von gemeinsam. So, ja, wir haben ja gerade nichts, was wir bauen, ne? Das ist ja irgendwie... Können ein bisschen vorspulen. Und was das da hinten ist. Also wenn Lady zurückkommt, müssen wir uns das mal angucken. Ich will wissen, was das hier ist. Und... Play... Spezialisteneinsatz. So, Lady, Lady. Ja, what? Du kannst da nochmal die Schrauben rausholen, die restlichen. Super. Und sie kann nochmal... Kommst du zurück? Ah, dauert noch eine Runde. Oh. Noch ein Lager. Militärlager. Zwei Militärlager und er macht aber noch auf schnell vorspulen. Hier wächst ja gar nichts. Warten. Baut an. 2%. Du faule Sau. Gib Gas. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt parallel nochmal ein kleines Feld. Hier könnte man zwei Kartoffeln. Oh, ein kleines Babyfuß. Tja, kleine Tochter. Was ist's? Oh. Die kleine Tochter kriegt eine neue Windel. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier... Können wir auch ganz viele Felder bauen. Oh, ganz viele Felder. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, Abstand zu halten. Ach komm, wir machen ein Feld Abstand. Und dann kommt hier Mais hin. Dann haben wir Kartoffeln, Mais und können wir vergleichen, was wie schnell wächst, was besser ist und ja. Vielleicht ist auch ein Mix von beiden nicht verkehrt. Wer will den ganzen Tag Kartoffeln essen? Oder Mais.
Gut, ich würde sagen, ich mache erstmal einen Break und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.